Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Journey Champions FIFA 19. Wir müssen jetzt rüber zu Danny Williams und werden bei Alex die Haare ändern. Oh, ich kann ihn nicht mehr sehen so. Also das nächste Mal, wenn wir bei Alex sind, Haare ändern. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. Attribute 3 Stück. Boah, dann wären wir auf 80. Das wäre doch geil. Ja. Wir können alles machen. Angeschnittener Schuss wäre geil. Kriegen wir nicht. Wie verarschen oder was? Ach so. Okay, wir müssen erstmal gucken, was wir sind. Schwacher Fuß interessiert mich jetzt weniger. Defensive ist eigentlich wichtig. Dann Spielmacher, Kurzpässe, Beschleunigung, Schusskraft. Das ist so das, was wir brauchen noch. Abstände kostet gleich 2, willst du mich verarschen? Kapitel Errungenschaften, Publikumsliebling. Solviere jedes Training. Was? Erziele in beiden Spielen ein Tor? Erziele in beiden Champions League Gruppenspielen gegen Paris ein Tor. Ach du Scheiße. Gegen Terry, gegen seinen Bruder, sollen wir das Tor schießen. Das könnte natürlich schwierig werden. Ich glaube, sein Bruder wird uns richtig eng Mann decken und uns alles abverlangen. Jetzt spielen wir erstmal gegen Everton, das Derby in Liverpool. Spielen wir mit dem Team. K2 unter Druck. Der Arme. Manchester City hat schon Punkte gelassen. Tottenham auch. Das ist super. Arsenal auch 3 Spiele, 2 Siege nur. Heißt, selbst mit einem Unentschieden sind wir vorne dabei. Aber wir wollen gewinnen. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist Frank Buschmann und wir begrüßen Sie zu diesem Spiel Liverpool gegen Everton. Das ist das Merseyside Derby. Was für ein Spiel. Ein Kracher. Hier gibt es seit Tagen kein anderes Thema mehr. 1894 gab es diese Partie zum ersten Mal. Das ist unglaublich. Was für eine Geschichte, was für eine Tradition. Und wir gucken, wer besser in diese Partie reinkommt. Sieht so hässlich aus. Sein Konzept besser umsetzen kann. Aber nicht so hässlich wie Alex seine Haare. Bei Alex läuft es ja überhaupt nicht. Seitdem er vom Platz weg ist, geht, läuft es immer besser. Das wäre es jetzt gewesen. Das stimmt. In 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Oh. Und jetzt kriegen wir es frei, da kann was draus werden. Ach du Scheiße. Was ein Ballverlust und dann direkt 0-1. Erinnert mich ein bisschen an Alex. Ich habe so das Gefühl, jeder Fehlpass von mir wird bestraft. Dann da links außen, der da rennt irgendwo in der Weltgeschichte rum. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel. Bei Du Williams lief es ja richtig gut bis jetzt. Es könnte natürlich jetzt eine Wendung geben. Ich weiß nicht, ob die KI will, dass wir auch jetzt mal bei ihm nicht alles gewinnen, sondern dass er auch mal ein bisschen wieder runterkommt. Könnte natürlich sein. Williams. Hä, was war das denn jetzt für Rot? Mané. Williams am Ball. Ja, was ein
Und die Flanke. Ball, da kommt er irgendwo in die Weltgeschichte rum. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Viel zu steil jetzt. Viel, viel zu steil. Sigurdsson. Es ist schon erstaunlich, wie lange richtig diese gutes beiden Ballspiel Clubs schon oben mitmischen. Liverpool und Everton. Eine der ältesten, der traditionsreichsten Rivalitäten der Welt. Weit über 100 Jahre gibt es dieses Duell jetzt schon. Das ist tatsächlich unglaublich. Und man ist natürlich sehr traditionsbewusst im englischen Fußball. Die Namen der Legenden, die Namen der Derbyhelden, die kennt in England jedes Kind. Ja! Da ist die Flanke. So, Alter, kein Ball hoch, kommt rein gut. Kommt rein gut. Mhm. Ich meine, kein Ball geht richtig gut rein und der Trainer hat ja gesagt, wir müssen die Bälle hoch reinspielen, damit Danny sowas wie ein Kopfballungeheuer wird. Bis jetzt hat er sein hübsches Köpfchen ja nicht so reingehalten. Deswegen versuche ich ja so ein bisschen das genau zu machen. Schöner Ball! Und er ist nicht drin. Halbe Stunde gespielt. Sigurdsson. Also es ist wirklich so. Außer diesem einen Fehlpass, was zum Gegentor geführt hat, kam nichts. Wirklich gar nichts von Everton. Und jetzt das böse Foul. Salah bleibt liegen. Da muss er natürlich Freistoß geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Gut. Kann nicht so schlimm sein. Versucht einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball. Ich wollte ihn über die Mauer schlupfen. Hat jetzt nicht so funktioniert. Und das ist der Ballverlust. Zu unpräzise. Och man, Leute. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau. Gute Parade. Everton kriegt den Einwurf. Bernard. Flagge jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist Danny hatte ja noch kein Champions League Spiel, sondern nur Alex. Fragt man sich, wieso eigentlich? Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall. Macht überhaupt keinen Sinn. Gilt aber für alle Akteure, also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Und die Spiele sind ja zeitgleich. Ist ja nicht so, dass der eine mal einen Monat eher spielt, den zweiten Spiel als der andere. Och, Mann, geht doch weg. Gut geklärt. Immerhin bleiben wir am Ball. Fabinho. Liverpool jetzt mit der Ecke. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn es ein Eigentor geworden wäre. Ja! Nein! Sehr, sehr ich kann nicht den Druck erhöhen. Oh, ist ein geiler Abschlag. Das Problem ist ja, zum Beispiel bei diesen Abschlägen vom Boden gibt es ja keinen Absatz und das kann man bei FIFA. Eigentlich ist es ein Cheat, aber. Und damit ist hier noch nichts. Er zählt nicht als Cheat. Ich stelle meinen Spieler 20 Meter vors Tor, hau mit voller Wucht den Ball nach vorne beim Torwart. So, und jetzt geht's hier weiter. Und der Spieler steht natürlich nicht im Abseits, weil es keinen Abseits gibt. Das ist scheiße. Ich möchte nicht so spielen, ich möchte auch nicht so gewinnen oder so verlieren, weil das ist einfach nur der letzte Rotz. Und den Ball hat er sich geholt. Witzigerweise habe ich das in der Kreisoberliga jetzt einmal gemacht. Und da wurde abseits gefilmt. Ich so, gibt's nicht. Und er, ich war 25 Jahre, das gibt's ja nicht mehr. Ich so, aha. Hast du schon mal FIFA gespielt? FIFA ist kein Leben. FIFA ist nicht die Realität. Ja. Deswegen hat Deutschland auch mal schon ein Tor geschossen. Mit Salah. Der wird gefault. Macht er gut hier. Es gibt keine Elfmeter. Das kann's nicht sein. Den Ball holt er sich.
Nun Schneiderla. Theo Walcott. Den Ball holt er sich voll. Bernhard! Geht doch weg. Super dazwischen gegangen. Theo Walcott. Schenkt Tor. Ohne große Mühe gehalten. Wenigstens den Ausgleich. Ich will nicht das Derby verlieren. Und vor allem, wir sind besser. Und jetzt Danny Williams, kein Abseits. Schieß doch! Danny Williams. Er macht ihn nicht. Jetzt können Sie klären, er hätte sonst gefährlich sein. Er macht ihn nicht. Danny kriegt jetzt Anweisung. Beeindrucke den Boss. Wohl zwei Vorlagen, Gewinnerspiel. Warum immer Vorlagen? Ich will eher der Goalgetter sein mit Danny. Noch. Und jetzt ist der Ball geklärt. Well caught. Sigurdsson. Und das ist der Ball. Ball fliegt hin und her. Nein, ich bin so langsam. Ja! Nein, er kann nicht durch. Könnte der Gegner angreifen. 20 Minuten noch. Zumindest steht bei ihm nicht immer Auswechslung droht. Auswechslung droht. Ich hasse es. Noch sind hier bei Alex, wie in Staffel 1. Auswechslung droht die ganze Zeit. Williams. Und jetzt der Schuss. Nein, er macht die nicht. Nein, der wurde aus. Das wäre sonst das war Ecke. So schlechte Möglichkeit. Das war klare Ecke. Jetzt haben sie den Ball. Können okay, sie das ist meiner. Aber es wird jetzt von der Zeit her immer knappe Auswechslung. Durch. Jetzt geht's hier auch schon los. Schönes Zuspiel. Nein! Ecke. So, Situation bereinigt. Dein Ernst. Wir haben es versaut. Och. Vor allem, warum Auswechslung droht? Ich meine, wir machen ja noch ein gutes Spiel. Vor allem, wir sind ja klar besser als der Gegner. Es ist ja wirklich so. Weg ist der Ball. Idriss Agüero. Ich bin auch zu blöd, das Tor zu schießen, beziehungsweise zu treffen. Chancen waren genügend da. Du bist weg von Rot. Wenn er jetzt unten spielt, steht 2-0. Normalerweise macht er den doch, oder Bushi? Ja, also so 5 Minuten noch. Ganz anders von ihm gesehen. Gut, wir bleiben drin. Anfield ist wieder Fanfield, Bushi. Die machen hier richtig. Ach, Danny, Mann! Wer ist da rausgewechselt worden? Was war das denn? Aber das wird eng. Wijnaldum. Wijnaldum. Danny Williams. Fabinho. Liverpool braucht den Ausgleich und die Fans geben nochmal alles. Klasse Zuspiel. Mach ihn! Das gibt es doch nicht! Das ist doch einfach nur Pech. Vor allem Innenpfosten raus. Da könnt ihr auch mal Innenpfosten reingehen. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Das wäre fast der späte Ausgleich gewesen, aber das Alu verhindert das. Das gibt's doch nicht. Den Ball kann er klären. Die Flanke blockt. Das ist nicht zu fassen. Everton ist damit also der Sieger dieser Partie. Das ist der Schlusspfiff. Es gibt unglaublich. Für einen Club kaum was Schlimmeres als ein Derby zu verlieren. Jawohl, vor allem für die Fans. Die sind untröstlich. Vielleicht muss Danny aber auch erstmal wieder runterfallen. Ich meine, wir haben so viele Chancen gehabt. Das Spiel nicht zu gewinnen grenzt schon an Unvermögen. Morgen, nee, übermorgen endet ja die aktuelle Weekend Leech. Und nächste Woche werde ich einige Spiele wieder mitmachen. Was daran liegt, ich brauche Folgen für Ultimate Team. Ich habe ja gesagt, bis Halloween spielen wir noch, danach nicht mehr. Daran werde ich mich auch halten. Mir ist mir eingefallen, ich habe dort die zweite Staffel von Arkham Knight auch angefangen. Die hatte ich ja eine Folge, die mache ich auch nochmal neu.
Weil ich will da auf jeden Fall. Da sind diese vielen Kämpfe dabei gewesen. Zum Beispiel gegen Arkham Knight oder so, den man nicht gesehen hat, und das hat mich dann aufgeregt. Und dann lieber auf Wenn Steam der Ball nochmal am zeigen. rechten Raum kontrolliert, holt Mit Chance für die verbessertem Gegenseite. Gameplay und so weiter, Wenn dann der Ball passt am das. rechten Ball abschirmen. Beziehungsweise auch verbesserte Grafik, Thumbnails und alles, was dazugehört. Aber jetzt erstmal wieder weiter bei FIFA. Ich habe ja mega, mega Spaß gehabt und Vorfreude auf dieses Spiel. Aber das Gameplay hat mich wirklich nicht sehr geil gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr erwartet. Weil ich dachte auch so vom Gameplay her, das könnte richtig geil werden, jetzt auch, wo der Sprint und so weiter draußen ist, dass man vielleicht da dann mehr von uns zeigt, so was wir drauf haben. Aber es hat auch so viele Legenden und sowas jetzt schon im Umlauf sind, das. Also FIFA 19 ist nicht meins. Egal wie viel Spaß ich dabei habe, das ist einfach nicht meins. Er läuft jetzt alleine durch. Kannst auch mal abspielen, mein Freund. Okay, jetzt musst du alleine machen. Abgestaubt, Junge. Alter. Einfach mal 100 Punkte so. Hä, warum schießt der einfach? Kein Abseits. Er macht den nicht. Naja, exzellent. Er hat die Arbeit gemacht. Wir kriegen exzellent. Genauso muss es sein. Aber ihr braucht doch keine Angst haben. FIFA wird weitergehen. Super Training. Irgendwann. Der Einsatz hat mir Schon gefallen. mein Geburtstag um Vor März oder allem so. der junge Danny Williams war großartig. Sehr schön. Jawohl, Danny war großartig. Ich brauche Bring einfach nur einfach meine weiter deine Auszeit. Flanken, Lili, und ich mach die Kopfbälle Vielleicht rein. Alles ist klar. es dann besser. Schön, dass du deinen Kopf für was Nützliches einsetzt. Ich versuch's jetzt ernsthaft. Wodurch haben Sie sich Ihrer Ansicht nach den Wechsel zu PSG verdient? In Europa haben die Stürmer Angst vor mir. Ich mache ihnen großen Druck und gewinne immer meine Zweikämpfe. Und meine Gegner wissen, dass sie bei mir keine Chancen bekommen. Und wie sehen Sie das Duell in der Gruppenphase gegen Ihren Bruder? Danny Williams ist doch sicher was Besonderes. Für ihn bestimmt. Aber nicht für mich. Ich habe einen Titel, also kümmert's mich nicht. Interessant. Obwohl Sie am Finale eigentlich gar nicht gespielt haben, oder? Das war ja mein erstes Jahr in Italien, aber ich habe geholfen, uns ins Finale zu bringen. Das ist ein Mannschaftssport, oder nicht? Was soll's? Mein Bruder ist Hat aber mega. Danny nicht den FA Was soll Cup der schon gewonnen? gegen mich machen? Das ist doch lächerlich. Falls du zuschaust, Danny. Ich liebe dich, Mann. Ich mach dich fertig. Den machen wir fertig. Boss, ich würde gern ein paar Zusatzschichten einlegen. Ich muss etwas besser werden. Sehr gut. Der Platz steht dir immer zur Verfügung. Den Platz meine ich aber gar nicht. Ich meine, ob du mich trainieren willst. Bitte was, Williams?
Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich meine, du mich vielleicht trainierst. Sag einfach Bescheid. Cool. Danke. Ich schicke dir die Location. Wovon redest du da? Wir müssen besser werden. Wir müssen unseren Bruder schlagen. Wir müssen ihn fertig machen. Diesen kleinen elenden kleinen... Boah. Ich hasse ihn. Butler? Hast du das gesehen? Ganz enges Ding. Im Trainingsanzug vor allem beide. Schade, schade. Alter. Aber ich finde es geil, so im Trainingsanzug, beide sogar. Und vor allem mit ihm. Dass er jetzt dabei ist, voll geil. Ach du Scheiße. War das knapp. Nochmal. Krieg ich nicht, wie krieg ich? Willst du mich verarschen? Jawohl. Yes! Nice! Drei Stück noch. Yes! Jetzt haben wir unser Exzellent. Jeder Schuss ein Tor. Du musst ihn nur reizen. Oh. Du musst ihn nur reizen. Schon geht's doch. Ob es jetzt diese eine Trainingszeit hat, ihn besser gemacht hat. Aufs leere Tor die Bälle reinzuballern. Danny Williams. Der Williams gehört einfach in die UEFA Champions League. Immer nur das Beste. Das war schon immer mein Motto. Jetzt das erste Champions League Spiel mit Danny? Oder müssen wir wechseln? Nein. Gegen Wer ist Schachtje Donetsk? Aber die Gruppen sind anders da wie. Ich meine, mit Stuttgart waren wir in der Gruppe Lyon, Manchester City und Schachtja. Jetzt sind wir Paris, Schachtja und Ajax. Absolviere jedes Training, erziele in beiden Champions League-Spielen gegen Paris ein Tor. Das wird schwierig. Die Folge wird jetzt immer länger. Ich versuche jetzt immer so lange zu spielen, bis der nächste Charakter kommt, außer es sind drei Spiele. Dann wird die Folge zu lang. Ganz herzlich zum ersten Spieltag in der UEFA Champions League. Am Mikrofon für Sie heute Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Liverpool geht mit großen Ambitionen in die UEFA Champions League Saison. Ist ja klar, bei diesem Trainer, bei diesem Kader. Bestens besetzt, gut aufgestellt. Für Danny Williams ist das übrigens heute die Premiere in der Königsklasse. Mohamed Salah. Ja. Erstes Mal Champions League mit Danny Williams. Es ist immer wichtig, du willst optimal. Und die Generalprobe gegen Everton haben wir natürlich verhauen, das Derby. 0 zu 1, was toll nicht getroffen habe. Schade, kein Tor für Danny Williams. Das war so knapp. Das wäre fast das 1-0 gewesen. Danny hat nochmal trainiert. Oh, ich liebe das, wenn die singen. Also Liverpool ist mir richtig sympathisch, obwohl die mittlerweile ja auch so ein Geldsackverein sind. Ich meine, die Ablösen, die da jetzt mal kommen, das ist mir zu viel. Ich mag das nicht. Aber die Fans können ja nichts dafür. Und der Premier League ist einfach zu viel Geld im Umfluss zurzeit. Ach du Scheiße. Das Spiel geht richtig gut los. Ja,
das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Das Tor macht der ich weiß auch nicht, warum ich diese Bälle nicht verteidigen kann. Die KI will anscheinend, dass wir auf den Sack bekommen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Liverpooler Platz. Salah, der war ja auch angefressen. Bei so vielen Chancen. Das gibt's doch nicht. Der letzte Pass. Marlos. So schön in den 16er kombiniert und dann der letzte Pass, der hat gefehlt. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Bei mir läuft der Ball leider nicht so. Ballverlust. Nice. Och, Danny, hier geht's um Ball. Der startet zeitgleich mit dir. Das krieg ich nicht. Oh, jetzt. Ball gewesen, wäre ich durch. Alan Patrick. Jetzt schießt er. Okay. Gefährlicher Ball und den hält er natürlich. Ach du Scheiße, was ist ein Ballverlust? Tyson. Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. Naby Keita. Klein. Ach, Keita fängt heute sogar an. Finde ich gut. Tun im Moment wenig fürs Spiel. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Schön von Danny. Fabinho. Schieß doch! Aber denn so? Ist doch kein Schuss. Das ist irgendwas Luschiges. Da liegt noch einer. Und jetzt der Schuss! Gar keine Kontrolle in der Situation. Aber wir werden besser. Die Chancen häufen sich. Schön von Danny. Da kommt der Pass. Und jetzt ist er drin, 1-1, Mann. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das geht ist eine doch. Richtig interessante Partie. Und hier aus richtig schön Erfahrung gespielt. Zack, zack. Und dann wieder in die Mitte. Auch keine große Aufgabe mehr. Und bam. Ist lange weg. Er arbeitet sich damit die Chance. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Marlos. Marlos. Wurtko. Damit hat. Jetzt die Möglichkeit. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Die beiden Freunde jetzt ihr erstes Champions League-Spiel. Bis auf Garef. Aber den haben wir immer noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den hier gibt. Das würde mich interessieren. Maxim, aber ich will es mir nicht spoilern lassen. Ich will es erleben. Ja. Ach du Scheiße. So am besten noch den ersten Block, den der Torwart gehabt hat. Und dann den zweiten rakassieren, weil er dann einfach nichts mehr machen kann. Wäre so bitter jetzt gewesen. Jawohl, Danny. Aber schickt schon, was Danny macht. Die Beine gewinnen. Das sind diese Zweikämpfe, die ich geskillt habe. Das ist genau das, was wir brauchen. Dass er vorne die Bälle hält. Oh. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Ich dachte schon, der geht rein. Als beeindrucke den Boss haben wir noch nicht. Pass auf die Außenbahn. Fabinho. Mohamed Salah. Da können wir richtig schön die Bälle verteilen. Auch jetzt wieder. Ah, da kommt da so ein Schüsschen bei raus. So kommt der Schuss nicht durch. 2 Minuten mehr nachgespielt. Wurtko. Sonst kommt da so ein Dunsthammer raus und dann so was Kleines, so ein. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles. Aber schon mal aufgefallen, dass bei FIFA 19 die Statistiken nicht angezeigt werden bei der Journey. So, wie viel? Doch, hier 5:8. So, Durchgang 2, wir machen weiter mit dieser Begegnung. Man möge mir verzeihen, ich war zuvor sehr ansehnlicher Start in die neue voreilig. Da kann er sich den Ball holen. Und Williams. Schön. Da ist er denn. Die Chance. Yes, man. Da ist die Vorlage vorhin. Das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Danny macht einfach mal den jubelnden Affen.
macht er den abgezockt, Fuji. Ja, er passt da klasse auf und geht dann genau im richtigen Moment hin. Jawohl. 2-1. Mané. 2-1. Hier ist noch alles drin. Maxim Malyshev. Problem ist natürlich, es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt wir sollen eher der Vorlagentyp werden, wenn wir in beiden Spielen gegen Paris treffen müssen. Das könnte dann eng werden. Fast das 3-1. Riesenchance. Riesenchance. Ist der Ball? Jetzt eine gute Flanke. Warum kann er nicht zum Ball? Was war das denn? Bleib doch einfach stehen. Ah, ich dachte, er spielt. Oh, da unten sind alle frei. Er spielt zum Glück so ein Brett. Der kommt doch noch an. Der bleibt einfach liegen. Was ist das denn? Ecke. Jetzt gibt's hier eine Ecke. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Vignaldo. Eine klasse Leistung gezeigt. Oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Hereingabe jetzt. Der Torwart Faust. Oh, fang ihn doch. Ich hasse so dieses Keeper KI-Ding hier bei FIFA 19, weil ich habe schon so viele hässliche Gegentore gekriegt, wo der Torwart einfach sowas wie jetzt macht und dann der Stürmer da steht. Oder was ich auch schon erlebt habe, ich habe den Ball mit dem Torwart, soll ihn aufnehmen und der trollt irgendwie um den Ball rum und bis der gegnerische Stürmer kommt und das Tording rein halt macht. Spiel auch! Spiel! Jetzt habe ich versucht, mit Danny ein Tor zu schießen. Fabinho. Williams. Jorginho Weinaldo. Ha, Danny kriegt aber auch die Bälle nicht. Nabi Keita. Jetzt aber. Danny Williams! Jetzt mal Danny Williams 3-1. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Mein erstes Champions League Tor. Er hat trainiert. Stark gemacht, da passt alles beim Abschluss. Pepsi Max. Na, hey, jetzt grinst er doch, das da geht doch. Kater geht. Ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Ich bin ja gespannt, auch der Ball kommt an. Also die nächsten Kapitel versprechen. Weil es hieß ja, wir sollen ein absolutes Star werden mit Nationalmannschaft. Da habe ich doch gar nichts von gesehen. Wir haben jetzt nur Champions League Vorrunde. Könnte sein, dass Kapitel 3 dann Champions League Endrunde ist und Kapitel 4 dann so der absolute Star, Nationalmannschaft EM oder sowas. So, die letzten 15 Minuten. Dann wäre es auf jeden Fall ein ziemlich langes 4-Kapitel-System. Ich hätte erst so gedacht, 4 Kapitel, wir hatten letztens 5 oder 6. Tyson. Geht gut dazwischen, weg ist. Aber die Kapitel sind lange. Habe ich das Gefühl. Vor allem, weil wir ja alle 3 spielen wollen und nicht nur mit einem durchrushen. So, wir haben einen Wechsel bei Schachtar Donetsk. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Heute kriegt Danny keine Anweisung. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Butko. Busko. Malos. Stepanenko. Olarenvaju Kajole. Und er schießt. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Robertson. Mané. Ich glaube, das ist jetzt die 8. oder 9. Folge, die ich im Voraus aufnehme. Aber es kommt im Moment kein Video von The Journey mit Absicht. Weil ich möchte es dann am Stück aufnehmen bis zum Ende und keine Unterbrechung haben. Deshalb mache ich jetzt lieber 3-4 Tage mehr Pause, als dass es dann nochmal eine Unterbrechung gibt.
gibt's noch extra. Es wird aber auf jeden Fall weitergehen. Ihr seht es ja jetzt schon. Ball kommt rein. Und dann rein. Jetzt vielleicht. Muss ich mal überlegen, was dann weitergeht. Wahrscheinlich Destiny 2 und Arkham Knight gleichzeitig. Muss ich mal gucken. Aber erst nach Halloween. Weil an Halloween gibt es ja dann dieses Special. In Spiel 1 und damit können Sie zufrieden sein. Noch ist nichts erreicht, aber die Zeichen stehen auf Erfolg. Und dann gucken wir mal, was das gibt in diesem Jahr. Danny ist zufrieden. Wie schätzt du den heutigen Auftritt von Sadio Mané in diesem Spiel ein? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. So, 3-1. Da kann doch jetzt Karin kommen. Leider ist sie nicht mehr da. Ich vermisse Karin und das Mikrofon. Ihr erstes Champions League-Spiel, Danny. Haben Sie es genossen? Eine Ehre. Es war für mich eine sehr große Ehre, als mich der Boss für dieses Spiel nominiert hat. Die Champions League ist für diesen Club wichtig und es bedeutet mir viel, dass er mir vertraut. Und dass er mich aufstellt, bedeutet mir viel, sehr viel. Große Verantwortung. Ja, weiß ich, ist der Hammer. Aber ich versuche einfach so gut wie möglich zu spielen und das Ganze Spiel für Spiel anzugehen. Dann genießen Sie es mal. Oh, ja, ich versuch's. Naja, das Interview schon mal besser wie das letzte. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's dann weiter. Wir gucken noch kurz, ob wir umswitchen müssen. Ah ne, wir bleiben bei Danny. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder mit Danny. Bis dann. Ciao.